Bitte? Münze schon. Echt jetzt? Ach komm, lass kurz gucken. Come on. Nein, 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 nein. Wir haben die ganze Zeit keine Münze gefunden. Du vereierst mich doch, Engel. So, ihr Lieben, die Wiese kennt ihr, den netten Kollegen hier kennt ihr. Und damit begrüße ich euch herzlichst bei einer neuen, freshen After-DSM-Folge Treasure Dinger. Die Terror Hunter heute mit am Start. Wir suchen heute das letzte Mal die Wiese ab, bevor diese Wiese Acker wird und gucken, was sie noch preisgibt. Sehen wir uns beim ersten Trefferchen. Und ihr dürft gerne schon mal ein kostenloses Abo drücken, wenn euch Buddelei, Schatzsuche, Spannung und ein bisschen Fun Bock macht. Gell? Bis gleich. Treffer, ihr Lieben, in Sonnenbadknopf mit Oasis hinten dran, leider in der Hälfte auseinander. Den hat man anscheinend überlaufen. Ja, das Ganze heute mit The Legend. Alter, das klingelt. Hörner Treffer, Leute. Mhm. 29, schöner Doppel mit drinnen. Das wird jetzt spannend. Münze oder keine? Da ist es drin. Ah, okay. Bist denn du? Ah, Koppelhakenfragment. Aber dass das so ballert? Ja, das wundert mich auch. Richtig ballern tut es. Warte. Ja, Koppelhakenfragment. Na? Abgebrochen, hat schön geklingelt gerade. Schick! Alter, richtig fettes das Signal. Das könnte Silber sein mit dem Signal. Das kannst du. 43, sein. Ah, aber es kommt, jetzt kommt der Ferro-Check, sagt aber, Eisen kommt durch. Was? Ach, das habe ich auch, warte mal. Da ist es. Da ist es. Okay. Ah. Das ist ein Teil, oder? Ah. Das ist es. Ein Gewicht. Na, das ist Korkgewicht. Schubladengriff. Das ist ein Verschluss für irgendwas. Das muss ich sagen. Ich zock's dir gleich jetzt. Das hat geballert ohne Ende. Ist hohl, also ich denke, es wird wahrscheinlich was zum Schrauben sein. Ja, schade. Farbe stimmt. Fritz hat ein Bombensignal mit dem Deus 2. Warte, wir schauen uns mal den Leitwert an. Sieht man das? Ja, man sieht das. Oder 80, 81. Bei mir da gerade voll 45, 51 beim Legend. Geht das im Graben, meinst du? Es ging auf der DSM auch, muss gehen und außerdem habe ich jetzt keinen Stress. Das stimmt. Token. Vielleicht finde ich uns. Grab! Wer weiß? Genau, wer weiß? Vielleicht von diesem Jahr sogar. Hm, wäre interessant. Mal schauen, ob das nicht besser ist. Ja, richtig. Besser? Ja, geil. Ja? Oh. Erstes Signal. Alter, das ist weit oben. Oder? Komm schon. Ach, ich hab meinen Ring vergessen. Nein. Warte mal kurz. Okay. Oh Mann. Der Klassiker. Ich hab's genau gewusst. Also, wenn ihr Eheringe tragt, diese vorher runternehmen, sonst wird's interessant. Oder einfach alles richtig machen. Einfach alles richtig machen oder den Ring runter tun. Ach ja. Ich bin da schon teilweise in Löchern gestanden am Anfang, wo ich das immer verplant habe. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Wo ist dieses Teil? Aber trotzdem da drin. Ja. Jetzt warte mal. Das hat sich so gut angehört. Was? Wo ist denn das? Du bist der Broschenkönig. Schon, oder? Das ist Brosche. Oh, das schau ja an. Auf jeden Fall irgendwas zum An. Alter, guck an. Das ist ja mega. Spinnst du? Das ist ja cool. Das ist Kupfer, aber ist ja wurscht. Ganz wurscht. Hm? Vollkommen wurscht. Cool. Glückwunsch. Schade, dass das verbogen ist. Das ist ja der Hammer. Sehr geil. Eigentlich sollte ich filmen gehen. Eigentlich schon, ne? Waren da Steine drin?
Ich weiß es nicht. Das schaut so komisch aus, mit den Löchern und so. Sieht sehr komisch aus. Auf jeden Fall, das ist... Und das hat da eins drin gewesen, ein Stein. Genau. Das ist bestimmt wieder Brosche, weil du bist halt echt... Ich glaube, ja, genau. Da hinten war... Schau. Nadel dran, irgendwo was. Aufnahme oder irgendwas, ja. Da. Geil. Jetzt muss ich auffüllen, das hilft nichts. Mega. Freunde, 25. Noch im Loch. Es grünt mich an. Es grünt mich an. Was ist denn das? Das ist schon wieder so was Komisches. Und? Ah, das ist schon wieder so eine Art Verschluss, hätte ich gesagt. Verbogen. Wie gesagt, man muss es halt echt sauber machen, um zu gucken, was es ist. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, was es ist. Interessantes Teil. Was ist das Schönste? Könnte ein Knöpfle sein. Es ist rund. Ja, ein bisschen. Ja, könnte ein Knopf werden. Könnte ein alter Knopf werden. Könnte ein alter Knopf werden, ne? Ja, natürlich Blanco. Ah, da steht eine 2. Ja, Münzimitat-Knopf, ja? Ah, nee, nicht aus Kupfer. Also nicht aus dem Material, glaube ich. Okay. Jetzt habe ich die 2 weggeballert, oder? Da ist irgendwas drauf. Na, hier BG oder irgendwie so. Cool. Schauen wir mal. Cool. Wenn ich ein bisschen weiter vorgehe, habe ich einen Silberweg. Ohne Ende. Und es ist größer. Fischbüchse. Das ist es schon. Ha? Schlackerest. War das alles? Das ist wirklich alles. So reingeballert. So reingeballert. Da denkst du, hast die größte Brosche deines Lebens gefunden. ja. Oh. Schalalacke. Wow. 32 Conti. Was hat denn Adeus gesagt? 78. Das hört sich 76, so gut an. 76, ja. Mein Gott, sticht so schön aus. Aber zu groß schon. Ist viel zu groß. Aber jetzt macht ja nichts, dann machen wir sie wieder so rein, wie sie rauskommt. Genau. Ja, da konntest du nichts falsch machen bei dem Loch. Dutz, dutz, dutz. Gut, dass du das aufgenommen hast, oder? Ja, ja. Wie, das wird warte, ich habe ja Grabungsmesser vom Alex bekommen zum Testen. Genau. Einmal mit dickerem Griff, einmal mit dünnerem. Liebe Grüße gehen raus an Rolf, da ist es. Könnte ein Tag der Arbeit Rist sein. Oder Schlitzrosenfragment. Nein, das ist Kupfer. Kupfer. Schau hier. Ja. Tag der Arbeit ist zu groß. Ist zu groß, ja, die Rundung. Ja. Dann doch Schlitzrose. Und aber, lässt oh, sich echt biegen. Oh ja, oh, es ist schon kaputt, glaube ich. Aber. Was drauf? Hinten ist schon wieder so eine Öse. Das ist schon wieder wie das Teil, wo ich vorher die Broschen-Ding da. Da schau, hinten ist schon wieder so eine Erhöhung. Aha, ups, Entschuldige. Okay. Ja, wieder sauber machen, wie gehört, ne? Mhm. Krass. Genau. So. 36, 37. Das ist da drüben genau dasselbe Signal. Beim Deus 2 mit 84, 83. Einmal rein. Ich bin gespannt, was das wird. So wieder. Einmal. Happy Clappy. Draußen. 37, jetzt Conti. Ferrocheck 0. Was war eigentlich vorher dein angebliches Ferrocheck-Eisensignal? Spannend. Kein Eisen, gell? Nee. Da kommt's. Ah, okay. Schrotpatronendeckel. Dann könnte das da drüben auch der sein. Jetzt bin ich gespannt vom Leitwert her. So bin ich jetzt auch gespannt. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Ich nehme euch gleich mit. Schrotpatronendeckel, die klingen immer super, weil es mitkommt. Kannst du wieder suchen? Zäh, fix. Freilich. Lass mich immer laufen, die ganze Zeit. Lass die ganze Zeit laufen. Ja. Instant der gleiche Leitwert. Das wäre witzig, wenn es dasselbe Objekt auch ist. Das ist es, 100 Pro. Ist halt dann immer echt interessant, wenn du da direkt den Vergleich halt auch hast. Ja, das stimmt. Vor allem die zwei neuesten Geräte auf dem Markt. Ja, genau, richtig.
Beides Multi. Die geilen Uschis. Alter, was ein Loch. Rechte Hand graben ist gar nichts für mich. Das ist, bin ich nicht gewohnt. Okay. Die Schuhe sind auch super zum Buddeln, ne? Ja, das ist in Ordnung. Jetzt schaue ich gar nicht um den Detektor. Da ist er jetzt. Das ist schon drinnen. Draußen. Draußen? Meine ich doch. Im Ausguck meinte ich drin. Der Regenbogen ist es. Auf der DSM, der Boden, der war unglaublich mit dem Pinpointer. Überall hat es, das war so mineralisiert. Ich würde es so feiern, wenn es dasselbe ist. Es ist so, ich sehe es hier. Ist es nicht, aber es ist Kupfer. Ah, jetzt kann man es bald zusammenbauen. Ja, also. Interessant, gleicher Leitwert, gell? Ja, dieses Kupfer halt. Ja. Okay. Das sieht echt so aus wie das andere Teil. Ja, das bauen wir zusammen. Ich weiß nicht, das könnte als Schlitzrosen werden. Am Schluss. Aber Schlitzrosen ist anderes Material. Ich habe noch nie Schlitzrosen aus Kupfer gesehen. Das stimmt da wieder. Wunderschöne 33. Die Frage ist wo? Genau in der Mitte. Genau. Das da. Das alles. Mit dem Ton. So schön. Ja, irgendein alt abgerocktes Alufragment. Oh, sehr schade, Leute. Guck mal hier. Wäre ein hübscher Fingerhut gewesen. So ist es halt nur ein Viertelter. Durchaus interessant werden, die 32. Ja. Ah, hier ist es drinnen. Gut. Klang besser als es war. Das ist wieder so Alu, Silber, Schlacke. Zusammengeschmolzen. Schade. Klingt richtig schön hoch. Klingt wie auf der DSM. So. Frage ist. Da? Da, an der Seite steckt's. Oh yeah! So wieder ein Token. Jetzt! Das gibt's ja nicht. Wenn ich die Tokens so gefunden hätte, dann wäre ich echt happy gewesen. Yay! Ja, nein, Spaß. Ich wollte euch mal einfach nur mal zeigen, was wir da so graben durften auf der DSM. Das waren die Tokens, Freunde. Die haben geballert ohne Ende. Schön! So, jetzt brauche ich keine Mittagsruhe. Wir rasen den. So na, zwei. Ich glaube, Mittagsruhe ist alt. Schau her. Münze haben wir noch gar nichts, gell? Nein. Schön! Da ist eine Krone vorne drauf. Hinten steht 1905. Mhm. Um 5 BA. Oder BR oder keine Ahnung. 5 Bani. Bani? Bani Handes. Ah. Ausländisches Geld 1905. Mit einer Krone. Cool. Ja, Grüße gerne aus Raffi. Hier wäre das Loch schon drin für die Kette. So. Knöpfchen. Gesuchtes Objekt der Begierde ist rund. Wir haben beide noch keine Münze, was echt interessant ist. Na, mal gucken, wann die erste kommt. Knöpfchen. So, Achtung, jetzt guck dir mal das schöne Knöpfchen an. Ha? Öse fehlt, aber schön. Ja, heute ist Knopfwiesentag. Geil. Weiter geht's mit Knöpfen. Sehr interessant. Ferrotrack sagte gerade viertelter Ausschlag. Das ist hier raus der Arsenknopf wieder. Ja, nicht nur Knöpfe, sondern auch mal Bleiblämmchen. Der hat auch schön geklingelt, gerade mit 27. Da steht da Fuckmann. Nee, das ist ein E. So, kurzes Trinkpäuschen. Für Treasure-Dinger ist jetzt mit Kind dazu gestoßen. Sie geht jetzt eine Runde mit dem Simpi und da bin ich gespannt, was der Simpi alles findet. Ich selber und meine Community, mein Schatz. Hast du gehört? Bitte? Deine Münze war schon.
Echt jetzt? Ich hab noch gar keine, gell? Ach komm, lass kurz gucken. Come on. Nein, 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 nein. Wir haben die ganze Zeit keine Münze gefunden. Du vereierst mich doch, Engel. Nein, wirklich, ein Pfennig. Jetzt pass auf. Oh, schade. Komm schon. Und dann auch noch so... Weißt du, sie kommt auf den Acker. Das erste war Alu. Alter, wie geil. 17,94. 17,94. Ja, ihr seht das jetzt nicht, ich weiß. Was für eine Münze? Ein Pfennig. 17,94. Ja, so ein richtig schöner, geiler... Bayerischer. Ja. Hammer, oder? Der Wahnsinn. Schön, Glückwunsch, Engel. Danke. Wir sind endlich heute mal wieder mit dem Simplex auch unterwegs. Haben uns entschieden, wir behalten ihn natürlich, weil so viele gefragt haben wegen Simplex, gerade Einsteiger, ne? Und es hat sich ja gerade mal wieder bewiesen, ne? Simplex kann, kommt und findet Münze, ne? Mit der kleinen SP24. Du bist immer noch begeistert von dem Engel, gell? Ja. Sehr schön. Wunderschön. Hm. Das macht so einen Bock. Na, haben wir schon ganz schön abgesucht, die Wiese, aber es kommen trotzdem immer noch Funde. Fritz schrie und siegte. Ich habe Silber in der Hand. Ah, das sieht gut aus. Ja, Logo ist da Silber. Ist es. Yeah! Du Danke. Stück! Ui, was ist denn das? Geil, das sieht ein bisschen älter aus, gell? Das ist auf jeden Fall kein Maxl. Mega. Ich glaube, da mache ich jetzt lieber nichts mehr. Ja, mit Liebe. Silber, Baby! Ja, Fritz, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Heimweg. Geil, oh, Mart! Hammer. Ein Monster-Mords-Megasignal, Engel, oder? Was war denn das? Das hat sich so nach 50, 40 angehört, oder? Macht's nicht weg. Ah, wo ist das noch? Nö. An der Seite? Komm schon. Ich seh's. Es glänzt schon. Es glänzt? Ja, jetzt kratzt's. Ah, okay. Es glänzt Silber auf Alter. Alter, heftig. Okay. Ja? Ja, das ist eine neue Halterung. Hey. Schalt sie gleich. Okay, einmal neu. Zeit extrem, weil hier ist ein Imbu. Geil. 16 beim letzten gerade? 77 bis 50 beim Simpi. Wow, 50 bis 77 beim Simpi. Pharaoh Check sagte kein Eisen. Bin gespannt. So tief ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, da reicht eine Spatentiefe. Auch ein. Ah ja, es geht schon. Genau. Klingt so leicht abgehakt, gell? Das könnte ein Knopf vielleicht werden, hm? Wenn wir ganz viel Glück haben. Ah, nee. Was ist denn das? Echt jetzt? Ein abgeranzter Bierdeckel? Okay. Kann man machen. Schade. Messer bisher? Vom Handling? Ich krieg's nicht raus. Nicht mehr? Alter. Ah! Bauhof-Style. Alter, heftig. Nicht so gut, krass. Krass! Hat sich echt gut angehört, gell? Ja. Putz, 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 putz. Achso, Messer? Was meinst du? Ja, geht schon. Geil, ne? Liegt gut in der Hand. Hat der Rolf wieder einen guten Job gemacht. So, Fritz hat irgendwas. Jetzt bin ich gespannt, was er hat. Müll! Müll auffüllen. Ich muss doch Müll auffüllen. Ui! Ich denke, das ist irgendwas vom Kerzenschieber, irgendwie sowas, oder? Meinst du? Ja, ich weiß ja nicht, das ist... Oder von der Uniform irgendeiner Plättchen, weißt du? Von der Schulter? Von der Schulterplatte vielleicht? Mm. Wäre das machbar?
Boah. Weißt du, was ich meine? Schwierig. Ach, das sind die Muscheln, weißt du schon? Ja, genau. Sylvester Stallone und so. Ah. Er weiß nicht, wofür die drei Muscheln sind. Nicht. Genau, richtig. Aha. Aha. Das klingt doch, oder? Grabemeister? Oh Gott. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, Baby. Ja, hier vorne, hä? Sind die? Denkst du denn? Ja, mit Lätschen findest du nichts. Boah. Mit Liebe? Ich hab keine Münzen. Ich seh noch nix. Ja, Ring, ne? Ring, ja. Hat der Fritz auch schon gehabt, wohl. Ich glaube, das ist hier in der Seite drin, genau. Boah, hier ist es hart. Oida. Das siehst du halt gar nicht, gell? Ah, schade. Klang echt gut. Klang gut. Aber der Fund ist. Und jetzt wieder! Ritual! Alle zusammen! Aluminality! Yes! Der klang richtig gut. 50 glatt! Simpi 50 glatt! Komm schon, das kann kein Alu sein, ne? Das darf jetzt kein Alu sein. Fritz ist auch schon wieder dabei. Unglaublich, was auf der Wiese noch liegt. Mumpel! Aha. Ja, die hat irgendwas getroffen. Zumindest den Boden. Hoffentlich keinen Kopf. Krass. Geil. Glückwunsch! Fritz hat auch was Tolles. Silber. Silbersignal? Knappes Silbersignal. Ich kann wieder voll sporten. Ich fisse das Fisch einmal rein. Da ist wieder Mimimi. Bei mir ist er da. Aber. Was macht das? 65, 72, 70. Oh mein Gott. Das höre ich ja durch die Kopfhörer durch. Latsch. Aha. Oh, zu weit oben. Naja, zu weit oben ist es nicht. Hätte sein können. Ja, ja. Das könnte Blei sein. Ja, ja. Blei. Blei. Ah, Blei. So. Ja, jetzt ist die Bibel kaputt. Eventuell. Was? Alter. Es wandert. Ich hasse es, die Wiese so herzufledern. Ja, ich weiß schon. Liegt am Boden, oder? Also, ja. Jetzt bin ich gespannt. Komm schon. Ah? Ist auch so schön. Ah? Da? Ah! Ganz oft. Alufetzen. Silberfetzen. Schade. Ich bin nur am Laufen, das ist der Wahnsinn. Frau Tschöscherling hat auch schon wieder Signal. Schau mal, Landwirt unseres Vertrauens hinten am Start. Da hinten kommt der Hendrik. War schon lange nicht mehr da. Kind ist so laut. Was haben wir denn Feines? Mama, guck mal, 21, 22. Den machen wir doch. Darf ich dir die Mumpel mal geben? Ja, ich hab ihn gesehen. So. Oh nein, ich glaube, ich sehe es schon. Gut, wir wechseln wieder Legend. 33.
Der Alex hat heute irgendwie Schlacketag, ne? Interessant. Signal. In my hand. Oh, das wird wieder ein schöner Knopf. Den müssen wir sauber machen. Gleich, Schatzi. Öse hinten dran. Yes. Na, ja, sieht aus wie ein Stern. Ja, hey, hallo. Von einem Signal. 24, richtig schön. Na? Oida. Ja? Beilagscheiben. Ja. Oder? Ja. Ja. Ein Traum von einem Signal. Traumhafte 27 und die hole ich jetzt mal raus. Ja, Baby! So mag ich das. Was ein Klunker in Bestzustand. Ist ja abgefahren. Gleich, Schätzi. Das ist ja der Wahnsinn. So eine schöne, unglaublich. Was steht drauf? Ich kann sie erkennen. Oh mein Gott, das ist so toll. Silber ist einfach immer wieder geil. License to go home, baby. Attenzione. Ja. Na? Ah, das sieht doch wieder nach Knopf aus, oder? Hm? Knopf? Öse? Noch dran? Ja, ich will ihn noch. Schön. Oh, war sogar mal vergoldet heute. Schön, seht ihr das? Geilo. So, der Fritzi hat schon wieder Silber. Stimmt gar nicht. Zeig mal her. Zeig mal her. Das war wirklich bloß ein Scherz. Echt jetzt? Nee. Zwei, ja schön. Ja? Oh. Ist heftig, gell, bei dem Wetter? Ich meine, hier der Planet, der ballert ja runter, der Stern. Das ist ein Wärmekind schon was. Wo hab ich jetzt hingetan? Da ist der. Ey, das ist ein kleiner Kreuzer, oder? Ein abgeschissener. Ich weiß es nicht so genau. Ja, ist es. Ein kleiner abgeschissener Kreuz. Mm. Schön. Ganz kurz. Ja. Wenn der Landwirt des Vertrauens da ist, muss man natürlich leicht kurz Exkursion machen, warum man gewisse Sachen auf jeden Fall mitnehmen sollte. Zum Beispiel dieses tolle Teil hier. Weißt du denn, was es ist, Hendrik? Ich würde jetzt sagen, es könnte von der Ecke, könnte irgendwie von allen möglichen Sachen. Vom Boden aufreißen wahrscheinlich, irgendwie sowas, dass der ein bisschen gelockert ist. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall immer mitnehmen, diese spitzen Reifen kaputt. Schau es mal an hier. Also das sind richtige Reifenschlitze. Hast du auch schon gehabt, oder wie? Ja, ich hab's, also ich war in meiner Ackerfuhre drin und mir hat es an der Seite in den Mantel reingestochen. Ja, das ist halt nix. Und deswegen immer pro Landwirt, na, deswegen geben und nehmen, ja, Fläche bekommen. Solche spitzen Gegenstände, Altmetall, Eisenschrott mitnehmen und dann ist es eine echt gute Partnerschaft, würde ich sagen. Ne? Sehr schön. Ich bin froh, wenn der Acker sauer ist. Ja. So, ihr Lieben, ihr Schatzsuchverrückten. Ja, wir sind auf jeden Fall berechtigt. Fritz zweimal Silber, ich einmal Silber. Jawohl. Ja, das hat auch Bock gemacht heute. Auf jeden Fall. Ja, lasst uns einen Daumen da, wenn euch sowas gefällt. Wir machen uns jetzt einen gemütlichen Nachmittag zu Hause und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen Treasure-Dinger und die Terra Hunter. Kanal verlinke ich euch oben von Fritz. Vielen Dank euch. Kombi wäre mega, freut uns immer hart. Bis dann. Abonnieren. Yes, baby. Was ein Bus. Immer gut Fund. Ich küsse euer Herz. Mashallah. Ciao, macht es gut.